Der Einkaufswagen ist 75 Jahre alt geworden und zur Feier macht Rewe die Einkaufswagen der Zukunft-Aktion. Dort habe ich mir Folgendes überlegt. Jeder Wagen bekommt serienmäßig einen Minicomputer. Auf diesem Minicomputer kann man seine Einkaufsliste speichern, also direkt eingeben, draufsprechen oder mit dem Smartphone synchronisieren. Es wird auch eine Navigationshilfe geben. Falls du mal was nicht findest im Geschäft, führt es dich dorthin. Zudem gibt es ein Angebotsfeld, das nach deiner Einkaufsliste her alle Sonderangebote auflistet. Du kannst auch dein Budget eingeben, das heißt, dir wird gezeigt, wie viel du schon eingekauft hast und wie viel Geld dir noch übrig bleibt. Und als Stromquelle für die Mini-PC wird es eine kleine Solarzelle geben. Beim Wagen selbst bin ich dem traditionellen Modell eher treu geblieben. Es wird insgesamt sehr viel Stauraum geben. Zum Beispiel unten eine Ablagefläche für Paletten oder Kästen oder ähnliches, an der Seite eine ausklappbare Tasche für kleinere Produkte oder deine eigene Tasche. Im Wagen selber wird es weitere Fächer geben für die bessere Organisation deiner Produkte. Hinzu kommen wird im Wagen unten eine Schale oder Auskleidung vorhanden sein, damit nichts mehr hindurchfällt oder beschädigt wird von deinen Einkäufen. Und ohne die läuft gar nichts. Deine Räder. Die werden mit Luft gefüllt sein und aus Gummi bestehen. Das ist nicht nur geräuscharm, sondern verbessert auch das Handling des ganzen Wagens. Dann wird es eine Halterung für ein Kindermobil geben. Und zuletzt wird eine Klappe vorhanden sein, die dir hilft, deine Waren auszuladen, denn lässt sich wie eine Luke öffnen.